www.spirit-spa-hotels.com. Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Getestet für dein Magazin Beautiful Life. Erzähl mal ganz kurz, Bayern so und so immer eine Reise wert, das muss man ja sagen, aber auch da wirklich ein Wellness-Beauty-Hotel, das man weiterempfehlen kann. Ja, ein Beauty-Hotel oder Wellness-Hotel, wie man will, gehört ganz besonderen Art. Die sind eben auch sehr, also es ist im Berchtesgadener Land, dort kann man ja mal wunderbar wandern gehen und Radfahren gehen und die Natur genießen, und es ist, man sieht hier schon sehr viel mit Holz. Es gibt sehr viele Saunen. Ich habe sie nicht alle getestet, weil es so viele gibt. Es gibt Dampfbäder, es gibt also Wellness pur, es gibt Außenpool, es gibt Innenpool, ein Riesenpool. Ich schwimme so gerne. Und wenn ich innen auch einmal ein großes Pool habe, nicht nur außen, dann freue ich mich ganz besonders. Außen ist noch ein Badeteich eigentlich, ein Naturbadeteich. Was auch sehr gut ist, ist, dass die bauen eigene Wildkräuter an, die wachsen alle rund ums Haus. Das Fleisch kommt von den Bauernhöfen der Umgebung, die Milchprodukte auch von den Bauern, also von Berchtesgadener Land. Das Brot kommt vom Biobäcker, der auch in der Nähe wohnt, oder nicht wohnt, sondern seine Bäckerei hat. Die Natursäfte aus der Umgebung, sogar das Bier kommt auch aus der Umgebung, aber gut, das ist in Bayern ja fast normal. Und was eben wirklich ist, es ist auch, finde ich, sehr preisgünstig, denn man bekommt viel geboten, und wenn man zum Beispiel nur Frühstück isst, dann beginnt das schon mit 80 Euro. Ja, kommt natürlich auf die Zimmerkategorie an, es gibt auch noch bis 117 Euro, aber mit Halbpension kostet es auch nur 114 Euro. Nur unter Anführungszeichen natürlich, aber ich bekomme ja ein riesen Wellness-Angebot. Absolut, also das, was ich jetzt gerade gesehen habe, wenn man das alles nutzen kann und das alles im Preis mit drinnen ist, dann muss man wirklich sagen, dann hat man in 4 Tagen eine tolle Erholung, ja. Und es ist wirklich dann auch etwas, was man sich erlauben kann und was man sich vor allem mal erlauben sollte, ne? Weil Entspannung, das suchen wir ja alle, und dann wollen wir es natürlich auch schön um uns herum haben. Und dann fährt man ja oft so weit weg, zum Beispiel Ayurveda in Indien oder Sri Lanka, und dort gibt es auch Ayurveda, aber Ayurveda von den Bergen. Und zwar ist da eine Dame, die heißt Ingrid Priebe, die hat eine Ayurveda-Ausbildung auch natürlich auch in Indien und überall gemacht, aber hat das Ganze auf bayerisch sozusagen umgewandelt und macht das aus der Enzianwurzel, macht die so Bitterstoffsohle, und das habe ich selbst auch ausprobiert. Dann entgiftet die alles, die macht Bäder damit. Ayurveda, das ist natürlich auch ein sehr lustiges Wortspiel, muss man wirklich sagen. Ayurveda, gefällt mir gut. Und das wirkt auch wirklich gut, denn ich denke immer, ja, wir fahren auf den Glauben Ayurveda, aber das ist für diese Länder oft richtig. Aber wir sind halt einmal Österreicher, Deutscher, Schweizer, wie auch immer. Und für uns sind unsere Kräuter gewachsen und unsere Entgiftungen. Und da finde ich das also wirklich sehr passend, dass sich dieses Hotel auch so viel den Kopf zerbricht, mit unseren Kräutern zu arbeiten, mit unserer Natur zu arbeiten, mit den Wurzeln, mit den Entgiften. Und da ist man wirklich gut aufgehoben in diesem Hotel. Ja, wir merken ja auch, wir kommen auch in den wirklich tollen, oberklassigen Hotels immer mehr auf diesen Weg der Spiritualität. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass mit mittlerweile ein Wellness-Hotel Ayurveda anbietet. Klangmassagen sind mittlerweile auch, also Klangschalen sind mittlerweile auch ganz oft im Angebot enthalten. Das heißt, wir sind jetzt weg von diesem Fitnesswahn, gehen jetzt wirklich in diesen, wir wollen entspannen. Wir wollen im Grunde genommen Ruhe haben. Und natürlich im Berchtesgadener Land, da kommt natürlich noch das Besondere dazu, nämlich die Umgebung. Das heißt, wunderschöne Natur. Kann fast in irgendeiner Form auch seinen innerlich kleinen eigenen Jakobsweg gehen und wirklich mal so entspannen und runterkommen. Ja, man muss auch sagen, rund um das Hotel ist einfach nur Wiese, Wald, ja. Da ist einfach wirklich nur pure Natur. Man kann natürlich ein bisschen weiter in die kleinen Dörfer fallen, die wirklich so bayerisch ausschauen, muss man sagen. So gediegen, und ist einfach so ein Wohlfühlfaktor. Ich sage immer, in Bayern, da ist einfach mal, es werden die Welt in Ordnung. Ja, da ist die Welt in Ordnung. Es werden viele wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, natürlich bin ich ein Bayer, aber ich sage jedes Mal, wenn ich Bayern die Grenze überschreite, dann merke ich, dass der Himmel blauer ist, die Wiesen sind grüner und die Luft ist besser. Das ja, ist es riecht so nach den Heu, nach den Blumen. Ja. Und es ist wirklich, es ist auch, ich bin ja
Also ich bin auch gerne am Meer, das gebe ich schon zu. Aber wenn ich es mir aussuchen muss, wo ich für immer bleiben muss, dann bin ich lieber in den Bergen, weil das ist eben so mein Heimatsgefühl. Weil ich kann natürlich im schönen blauen Teich baden dort, den die dort haben, eben ein Naturbadeteich. Aber ich kann eben auch auf die Berge hinaufgehen. Ich bekomme qualitativ hohes Essen, das ist mir auch wichtig. Hat man auch gesehen, kulinarisch sind die auch weit vorne. Das heißt, da gucken die natürlich auch, dass ihr, dass die Hotelgäste auch vielleicht nicht eben abends noch irgendwo anders hin müssen, sondern dass man eben im Hotel eigens bleibt, um wirklich mal so richtig loslassen zu können. Sehr gemütlich ist, da gibt es verschiedene Stuben, die sehen alle ein bisschen anders aus. Also es gibt nicht einen riesengroßen Speisesaal, sondern mehrere kleine Räume, dass man sich wirklich immer gemütlich wohlfühlt dabei. Den Pool, den habe ich geliebt. Ich bin ja so eine Schwimmerin, also da kann man wirklich seine Bahnen ziehen und man sieht halt einfach, dass das wirklich qualitativ hohe Nahrung ist. Das ist mir eben auch so wichtig, denn wenn ich etwas esse, dann möchte ich auch eine gute Qualität haben und dann fühle ich mich auch einfach wohl. Ja, Kaiserschmarrn, da können wir ja eigentlich nicht widerstehen nach einem Wandertag oder einem Radtag, dass man da zum Beispiel einen guten Kaiserschmarrn am Abend noch isst. Das ist schon was Feines. Ja, das sind die Zimmer, die sind eigentlich recht, ja, modern, sehr viel Weiß. Also das Weiß überwiegt in jedem Zimmer. Das macht das auch so klar. Das heißt, man kann gut in seinen eigenen Gedanken und Träumen so verschwinden. Und ich mag das nicht, wenn die Zimmer so angeräumt sind und diese Zimmer sind sehr stilvoll. Mhm. Sieht alles sehr ordentlich aus und vor allem, man bekommt hier wirklich einiges. Ist der Chef oder? Das ist der Direktor, ja, der ist eben ehemaliger Eiskunstläufer, deswegen wird der Sport hier sehr groß geschrieben und die Massagen. Ich habe ja schon viele Hotels getestet, aber der achtet eben darauf, dass da so Sportmasseure drinnen sind und da gibt es Massagen, die sind grenzwertig. Los gut. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah ist, oder? Das genau. Hotel Gut Edermann, auf jeden Fall wahrscheinlich auch in deinem Magazin Beautiful Life wird es erwähnt, aber nicht nur hier, sondern ich finde das ja auch ganz schön, wenn man eben, und das gehört ja auch zum leichteren Leben dazu, mal so einen kleinen Tipp abgibt, weil viele wollen gerne mal verreisen. Wollen und wenn es nur das mal, Wochenende ist, genau, würden drei auch Tage. Gerne mal diesen Luxus pur, genau. Und hier ist es Luxus pur, den aber auch noch zu bezahlen ist, und das finde ich ist wirklich ein schönes Angebot, das du und ich finde, wenn man drei Tage so übers Wochenende weg, dann ist das oft wie wenn man 14 Tage ans Meer gefahren ist, weil das so ein Stress war. Und dort ist wirklich Erholung pur und man ist nach drei Tagen vollkommen relaxed. Also ich habe jetzt im Grunde, bei mir kann ich es jetzt gar nicht sagen, soll ich jetzt Heimweh oder Fernweh sagen, weil es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus und die Berge sind immer eine Reise wert und ein Tag in den Bergen, das ist eigentlich genauso wie ein Tag am Meer, das heißt Erholung pur und eben zu bezahlbaren Preisen, sah wirklich toll aus. Schön! Hotel Gut Edermann, wenn Sie mehr Informationen haben wollen, einfach mal im Internet vorbeischauen. Ach ja, ich muss noch sagen, wenn man reserviert, man bekommt auch einen 10% leichter Lebenrabatt. Oh, das ist wenn man jetzt in dieser Woche oder so in der nächsten Zeit reserviert. Genau. Einfach mal sich informieren. Der Reisetipp wurde Ihnen präsentiert von www.spirit-spa-hotels.com. Körper, Geist und Seele in Einklang bringen.